Hallo und herzlich willkommen hier zu The Big Greek, eurem Kanal zur Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich euch die Partie zwischen Livio Dieter-Nisipeanu, dem aktuell besten deutschen Schachspieler, und dem russischen Großmeister Alexander Pretke näher bringen. Die Partie fand statt bei der Europameisterschaft 2019 in Skopje. Nisipeanu spielte ein super starkes Turnier, wurde Siebter und qualifizierte sich für den Weltcup. Und diese Partie gefiel mir persönlich am besten. Es ist eine fantastische Angriffspartie mit tollen Motiven, die man aus den offenen Spielen und insbesondere der spanischen Partie kennt. Lasst uns reingehen. Die Partie begann mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Das hier ist die Grundstellung der spanischen Partie. Schwarz hat hier zwei Hauptzüge. A6, um den Läufer abzudrängen, oder Springer F6. In dieser Partie zog Schwarz Springer F6 und griff den Bauern auf E4 an. Weiß hat jetzt seinerseits zwei Hauptzüge in petto. Entweder er deckt den Bauern mit D3 oder er spielt Rochade. Nisipeanu deckte den Bauern mit D3. Beide Seiten entwickelten sich jetzt, brachten ihre Könige in Sicherheit. Das sind alles Standardzüge in dieser Eröffnung. Hier wird der Läufer angegriffen auf B5, der geht jetzt zurück bis nach C2. Und eine sehr interessante Entstellung entsteht nach den folgenden Zügen. Turm E1 bereitet das Manöver Springer F1 G3 vor, ganz klassisch die Umgruppierung des Springers nach G3 in der spanischen Partie und in der italienischen Partie. Die interessante Stellung beginnt jetzt hier, D5. Wir haben jetzt eine typische Mittelspielstellung erreicht für die spanische Partie. Schwarz versucht im Zentrum die Initiative zu ergreifen mit den beiden Bauern auf D5 und E5. Ist er wunderschön platziert im Zentrum. Weiß hat zwei prinzipielle Möglichkeiten, um auf diesen Vorstoß D5 zu reagieren. Entweder man schlägt hier raus und spielt mit dieser Bauernstruktur weiter. Oder man macht das, was Nisipeanu gemacht hat. Man spielt Dame E2, hält das Zentrum geschlossen und verhindert auch den Damentausch auf der D-Linie, indem man die Dame auf E2 absichert. Diese Stellung kam ein paar Mal in der Praxis vor und Schwarz setzte hier mit G6 fort, einem typischen Zug. Schwarz möchte verhindern, dass der Springer nach F5 geht und außerdem bereitet er den Zugläufer G7 vor, der in vielen Stellungen, in vielen Varianten erfolgt. Allerdings ist G6 auch eine kleine Schwächung des schwarzen Königsflügels und ab hier spielte Nisipeanu ganz groß auf. Er nutzte diese kleine Schwächung aus und griff fulminant am Königsflügel an. Wir werden sehen, wie. Er spielte jetzt hier H4. Die Absicht ist offensichtlich, er möchte H5 spielen, auf G6 nehmen und den schwarzen Königsflügel schwächen. Es folgte von Schwarz D mal E4. Er öffnet die Linie. Es ist ganz wichtig hier, dass Weiß mit dem D-Bauern zurücknimmt, um das Zentrum möglichst geschlossen zu halten, um sich danach auf den Angriff am Königsflügel zu konzentrieren. Schwarz zog hier Springer A5. Generell spielte Schwarz in dieser Partie recht kooperativ und unterschätzte komplett den Angriff am Königsflügel und versuchte seinerseits am Damenflügel und am Zentrum Gegenspiel zu kreieren. Nisipeanu setzte seinen Plan fort, H5. Es folgte jetzt C5 und jetzt nahm natürlich Nisipeanu raus auf G6, F mal G6 und wir sehen schon, auf G6 ist ein schwacher Bauer entstanden. Diesen griff Weiß jetzt direkt mit Springer H4 an. Der Springer greift den Bauern an. Wenn jetzt Schwarz hier G5 spielt, dann ist das schon komplett verloren für Schwarz, weil dann geht der Springer nach F5 und hier ist der Springer ein Monster. Das ist so den Springer, der ideale Springer, den man mit Weiß in der spanischen oder italienischen Partie haben möchte. Hier ist die Stellung komplett geschwächt von Schwarz und Weiß kann mit Zügen wie Springer H5 zum Beispiel nachsetzen und am Königsflügel Druck erzeugen. Gehen wir zurück zur Stellung nach Springer H4. Schwarz zog hier König H7, deckte den Bauern auf G6 und jetzt folgte ein ganz, ganz starker Zug von der deutschen Nummer 1. Er zog hier F4. Setzt den Angriff am Königsflügel fort. Der Plan ist auch hier recht offensichtlich. Er möchte F5 spielen und den Bauern G6 weiter angreifen und den schwarzen Königsflügel weiter schwächen. Eine interessante Variante hätte sich hier nach E mal F4 ergeben, Läufer mal F4.
Und jetzt zum Beispiel G5. Das sieht erstmal so aus, als ob Schwarz durch den Doppelangriff, durch den Bauerngabel eine Leichtfigur gewinnen würde. Aber Weiß nach Turm AD1 greift die Dame an auf D8, die zieht weg. Und jetzt E5 Schach. Demaskiert den Läufer auf C2, der bis hierhin noch auf seiner Position schlummerte. Aber das ist der typische spanische oder italienische Läufer, der irgendwann zum Leben erweckt wird und mit verheerender Wirkung Richtung Königsflügel seine Wirkung ausstrahlt. Gehen wir zurück zur Stellung nach F4. Prettke, der russische Großmeister, sah das natürlich alles und setzte seine Ideen am Damenflügel einfach fort und spielte C4. Es folgte natürlich F5 mit Angriff auf den Bauern G6. Hier zog Schwarz jetzt Läufer C5 Schach. Der König muss sich jetzt entscheiden, wohin. Und Nisipiano muss hier extrem gut gerechnet haben, schon vorher. Denn er spielte König A1. Auf den ersten Blick, versierte Spieler unter euch werden jetzt sich schon fragen, was passiert eigentlich auf Springer mal E4? Mit Angriff der Dame auf den Springer H4 und mit Angriff des Springers auf den Springer G3. Das sieht nach einem ziemlichen Verlust aus für Weiß. Was hatte sich Nisipiano dabei gedacht? Aber er hatte weitergerechnet. F mal G6, König G8. Und jetzt hier das fantastische Damenopfer, Dame mal E4. Läufer mal E4, Turm mal E4. Weiß wehrt alle schwarzen Drohungen ab. Und der Computer gibt zum Beispiel jetzt die folgende Variante an. Läufer F2, Springer F5, Läufer H4, Turm H4, Turm F8 und jetzt Turm H3. Und diese Stellung ist komplett verloren für Schwarz, weil der König extrem geschwächt ist. Die weißen Läufer sind absolute Monster. Der Springer auf F5, der Bauer H6 geht verloren bald. Der Turm steht natürlich gut auf H3. Das ist hier komplett verloren, sagt der Computer. Und ich bin mir sicher, dass Nisipiano das auch so berechnet und auch eingeschätzt hatte. In der Tat war es auch so, dass Prettke keine Lust auf diese Variante hatte und hier G5 zog. Greift den Springer an. Jetzt gibt es einen ganz simplen Zug. Mit Springer G6 könnte Weiß seinen Springer auf G6 zementieren und einfach eine fantastische Stellung haben. Stattdessen aber spielte Nisipiano Springer F3. Die Absicht ist klar, er möchte auf G5 opfern. Entweder mit dem Läufer oder Springer. Das wird auch später so kommen. Prettke zog hier Dame B6. Mit der Idee Läufer F2 zum Beispiel. Das wehrte Nisipiano ab, stellte den Turm auf F1, kontrolliert das Feld F2 und ja, dem weißen Angriff ist eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Schwarz versucht jetzt in den nächsten Zügen noch erfindungsreich seine Figuren zum Königsflügel zu überführen, um dem König auf H7 Hilfe zu leisten. Hilft aber nicht mehr. Springer H5, ein schöner Zug. Die Idee ist klar. Falls Schwarz nimmt auf H5, folgt Springer mal G5 Schach, HG5, Dame mal H5 Schach, König muss weg und jetzt hier F6, nebst Dame G6, Dame G7 Schach und so weiter. Schwarz ist verloren. Wir gehen zurück. Es folgte hier stattdessen Springer E7. Schwarz versucht, wie gesagt, ein paar Leichtfiguren rüberzubringen zum König, aber es ist zu spät. Springer mal G5, ein schönes Opfer, aber es lag auch auf der Hand. Für einen Spieler wie Nisipiano eine leichte Fingerübung. H mal G5, Läufer mal G5, Angriff auf den Springer auf F6, zweimal. Schwarz deckt den Springer mit Springer EG8. Und jetzt kommen noch ein paar klassische Züge unter dem Motto: bringe Figuren zum Angriff rüber oder bringe weitere Figuren zum Angriff über. Turm F3 überführt den Turm nach H3, wo er den schwarzen König angreifen soll. Der versucht sich zu verstecken auf H8. Es folgt trotzdem Turm H3. Die Hatz beginnt. Springer A7, Schwarz stellt den Springer dazwischen. Und jetzt kommt eine weitere Schwerfigur angerast, Dame G4. Angerauscht, wollte ich sagen. Dame G4. Hier droht schon sowas wie Läufer F6, nebst Dame G7 matt. Beziehungsweise Schwarz müsste dann die Dame opfern. Läufer F8. Und jetzt kommt die nächste weiße Schwerfigur ins Spiel. Turm D1. Der hat dann noch nicht mitgespielt. Alle wollen die Party schmeißen. Turm D1, der geht nach D7 und greift H7 an. Das verhindert Schwarz mit Läufer C8, aber es ist zu spät. Weiß hat jetzt hier schon mehrere Möglichkeiten, die Partie sofort für sich zu entscheiden. Nisipiano sah eine davon, das ist Springer F4. Ein schöner Zug. Schwarz nahm den Springer weg, aber jetzt folgte Dame H5 mit Doppelangriff. Es droht Matt auf H7, das ist der offensichtliche Angriff, und Dame mal E8. Der Turm da hinten hängt auch noch rum. Dame C7 deckt das Matt auf H7, aber jetzt nahm Weiß hier den Turm raus. Die Partie dauerte nicht mehr lange. Weiß steht komplett auf Gewinn. Läufer mal E5.
typisch in Zeitnot, wenn es zum Richtung 40. Zug geht, in Turnierpartien, dann fängt an, die Seite, die schlechter steht, so ein bisschen rumzutricksen, versucht hier noch was, ja, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber die Sipiano ist voll auf der Höhe. Dame A8, Läufer H3, GH3. Das sieht noch ein bisschen chaotisch aus, aber Weiß hat halt klaren Materialvorteil und steht auf Gewinn. F3, die Dame liebäugelt damit, nach G3 zu gehen, die schwarze Dame. Weiß spielt der E5, demaskiert den Läufer auf C2, der guckt jetzt nach H7, Dame G7 und jetzt nach Läufer mal H7 gab Schwarz auf. Eine wunderschöne Partie. Wir schauen noch kurz, wie es hätte weitergehen können. Schwarz gab zu Recht auf, wenn er den König hier nimmt. Dann folgt einfach Dame E4 Schach, König A8 und Dame H4 Schach. Weiß tauscht einfach alles ab und hat dann einfach klare Materialvorteile, steht auf Gewinn. Wunderbare Partie, wie ich finde, von Livio Litani Cipiano, dem aktuell besten deutschen Schachspieler bei der Europameisterschaft in Skopje. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für mich eine fantastische Angriffspartie mit vielen tollen Motiven. Schaut sie euch nochmal in Ruhe an. Und schaut auch auf die weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen.